Unsere Welt ist voller Geheimnisse und Mysterien, die trotz des wissenschaftlichen Fortschritts und immer neuer Technologien Forscher vor Rätsel stellen. Das Voynich-Manuskript oder Stonehenge sind nur einige der berühmtesten Beispiele. Quer über den Globus gibt es eine Vielzahl an mysteriösen Entdeckungen, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen. In diesem Video werden euch daher die 10 mysteriösesten Objekte vorgestellt, die Wissenschaftler immer noch nicht erklären können. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Ein mysteriöses Objekt. Im Juli 2013 ereigneten sich eine Reihe von mysteriösen Vorfällen in Simbabwe, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. In mehreren Teilen des Landes fielen innerhalb von nur einer Woche gleich 3 seltsame, raketenähnliche Objekte mit einem lauten Knall vom Himmel. Die aufgeschreckten Dorfbewohner entdeckten die unbekannten Objekte im Buschland und alarmierten sofort die Polizei. Als diese am Ort eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht. Es schien, als ob Raketen vom Himmel gefallen wären. Bei den Objekten handelte es sich um riesige Gebilde aus Metall und Aluminium, die einen Durchmesser von 1,8 Metern und 3 Metern Länge aufwiesen. Auch die Armee inspizierte die Objekte, jedoch ohne Erfolg. Bis heute konnte sich niemand erklären, worum es sich bei den seltsamen Metallkörpern überhaupt handelt. Warum tauchten sie alle zur selben Zeit auf und warum danach nicht mehr? Das Geheimnis dürfte noch einige Zeit im Dunkeln bleiben. Hornissenkugeln. Wer einmal in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Virginia zu Besuch ist, sollte dem Gold Mining Camp Museum in Goldwayne auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Zur Zeit des Goldrausches war Virginia ein wichtiger Stopp für Goldgräber aus allen Landesteilen. Im dortigen Museum können Besucher eine merkwürdige Attraktion bestaunen, die die Bewohner als Hornissenkugeln bestaunen. Die Hornissenkugeln wurden vor einiger Zeit in einer alten Mine in der Nähe des heutigen Museums entdeckt und wirken so merkwürdig, dass sie allein schon einen Besuch wert sind. Es handelt sich um große, hohle Kugeln aus Stahl, an deren Ende eine Öffnung mit Gitter angebracht ist. Der Name geht auf das an Hornissen erinnernde Geräusch zurück, das sie beim Rollen erzeugen. Wofür genau die Kugeln verwendet wurden, ist bis heute ein Rätsel. Manche vermuten, dass die Minenarbeiter sie zum Trennen des Golds vom Gestein verwendet haben können. Andere glauben, dass sie zum Abbrechen von Steinen an Hängen entlanggerollt wurden. Doch das alles ist Spekulation und so bleiben Sinn und Zweck der Hornissenkugeln weiter im Dunkeln verborgen. Höhlenmalereien von Kasachstan. Im Süden von Kasachstan befindet sich die Tamgali-Schlucht. Hier, an den unzähligen Felsen, finden sich seltsame Zeichnungen von vergangenen Völkern, die Wissenschaftler bis heute vor Rätsel stellen. Die Zeichnungen stammen wahrscheinlich aus dem Anfang der Bronzezeit und zeigen auf hunderten Malereien Gottheiten, Krieger, Herden von Tieren und Schamanen. Der Ort ist den Kasachen seit Jahrhunderten bekannt, doch erst ein sowjetisches Forscherteam machte sich in den 50er Jahren daran, ihn genauer zu untersuchen. Die Wissenschaftler unterteilten die Malereien in verschiedene Gruppen. Eine Gruppe zeigt Schamanen, während andere Zeichnungen von menschenartigen Wesen berichten, die Rituale mit Tieren durchführen und Abbildungen von Sonnengöttern. Das Besondere an den Malereien ist ihre unterschiedliche Zeit. Einige sind wohl zur Eisenzeit entstanden und zeigen eher einfache Figuren. Wieder andere entstanden später zur Besiedlung durch türkische Stämme und zeigen Ritter. Bis heute konnten Forscher nicht herausfinden, wie die verschiedenen Zeichnungen über die Zeit alle miteinander zusammenhängen, welche Gottheiten sie zeigen und welche Rituale die Menschen damals wohl durchführen mochten. Die Malereien von Kasachstan werfen bis heute mehr Fragen als Antworten auf. Elefantenfuß-Tschernobyl-Katastrophe. Die Katastrophe von Tschernobyl sollte unsere Welt grundlegend verändern. Die Bilder von dem geschmolzenen Reaktor und der Atomwolke über ganz Europa sind bis heute ins Gedächtnis vieler Älterer noch eingebrannt. Ein Bild, das wohl sinnbildlich für die verheerenden Folgen steht, ist der Elefantenfuß von Tschernobyl. Während der Kernschmelze in Reaktor 4 wurde der Urankern so heiß, dass der Behälter zusammen mit der Kühlflüssigkeit eine gefährliche Mischung aus Stahl, Beton und Uran bildete. Die radioaktive Lava, auch Corium genannt, war so glühend heiß, dass sie sich durch mehrere Stockwerke fressen konnte. Erst im Keller des Reaktors kam sie zum Erliegen und formte einen riesigen Klumpen, der wegen seines riesigen Gewichts später den Namen Elefantenfuß bekam. Bis heute ist das lavaartige Objekt so radioaktiv, dass es immer noch nicht genau untersucht werden kann. Bis heute versuchen Forscher im Labor, die genauen Bedingungen der Entstehung des Elefantenfußes nachzubilden. So bleibt er ein außergewöhnliches und faszinierendes Objekt. Medizinrad.
Wenn es um mysteriöse Bauten von Ureinwohnern geht, werden die meisten vielleicht an die Statuen der Osterinsel oder Stonehenge denken. Auf der Spitze des Medicine Mountains befindet sich eine ebenso mysteriöse Steinkonstruktion, das Medizinrad von Wyoming. Das Steinrad hat einen Durchmesser von etwa 24 Metern und 28 Speichen. Die Zahl 28 ist bei einigen indigenen Völkern in Nordamerika heilig. Medizinräder wurden in der Vergangenheit häufig von den amerikanischen Ureinwohnern gebaut. Anders als ihr Name sollten sie bei der Vorhersage astronomischer Ereignisse wie die Sommersonnenwende helfen. Daneben wurden sie auch zu verschiedenen schamanischen Zwecken wie Sonnentänzen verwendet. Über die genauen Funktionen des Medizinrads ist bis heute jedoch nichts bekannt. Es scheint so, als ob das Wissen über sie im Laufe der Jahrhunderte verloren ging. Ob sie wohl auch für Rituale zur Geisterbeschwörung benutzt wurden? Brumpton-Phänomen. In der Kleinstadt Taos in New Mexico können einige Anwohner seit vielen Jahren ihren Ohren nicht mehr trauen. Es häufen sich die Berichte, wonach seit den 1990er Jahren ein tiefer, dröhnender Ton zu vernehmen ist, dessen Ursprung bis heute ungeklärt bleibt. Seltsamerweise wird das Geräusch auch von jedem unterschiedlich empfunden und beschrieben. Doch Taos ist nicht der einzige Ort der Welt, an dem dieses Phänomen auftritt. Überall auf der Welt, von Borneo über Berlin, berichten die Menschen von brummenden, knarrenden und summenden Geräuschen, deren Ursprung sich niemand erklären kann. Auch in Taos wurden wissenschaftliche Untersuchungen unternommen und Geräte aufgestellt, doch bis heute konnte keines das Geräusch identifizieren. Einige gehen sogar so weit und behaupten, dass es sich nur um pure Einbildung handelt. Andere machen elektromagnetische Felder für die tiefen Töne verantwortlich oder glauben sogar, dass die Geräusche von Geistern erzeugt werden. Das älteste Wasserbecken der Erde. Wenn der Sommer anbricht, kann man sich fast sicher sein, dass die Schwimmbäder sich schnell füllen werden. Doch hast du schon einmal von dem ältesten Wasserbecken der Welt gehört? Im Jahr 2016 entdeckten Forscher in einer Erzmine die älteste erhaltene Wasseransammlung der Welt. Stolze 2 Milliarden Jahre hat das Wasser auf dem Buckel. Damit ist es fast halb so alt wie die Erde selbst. Das Alter wurde von den Wissenschaftlern durch den radioaktiven Zerfall von Gestein in der Höhle bestimmt. Für die Wissenschaft ist der Fund des Wassers ein Sechser im Lotto. Anhand von Messungen können Spuren auf vergangenes Leben im Wasser gefunden werden. Doch wie genau das Wasser in der Höhle entstanden ist und ob vielleicht sogar Mikroorganismen darin leben, ist immer noch Gegenstand intensiver Forschung. Sollten die Forscher Mikroben finden, könnte das sogar Hinweise auf Leben auf anderen Planeten unter extremen Bedingungen geben. Mysteriöses Manuskript. Der Besitzerin eines Antiquariats in Australien, Lorraine Smith, wurde eines Tages ein seltsamer Fund präsentiert. Ein altes Schriftstück in englischer Sprache, das auf Pergament geschrieben war und sich in einer alten Ausgabe von Alice im Wunderland befand. Weder die Besitzerin des Ladens noch der Kunde konnten sich auf dieses merkwürdige Dokument einen Reim machen. Die Familie engagierte einen Professor für Geschichte, der die Herkunft des Manuskripts in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurückdatierte. Das Dokument konnte zu dieser Zeit aber unmöglich in Australien gewesen sein, da die Briten erst viel später Australien besiedelten. Doch wie kam es dann dorthin? Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein juristisches Dokument, das die Übertragung von Land zwischen zwei Familien in England beschreibt. Das Dokument wurde von einer weiteren Familie namens Brown aufbewahrt und weitergereicht. Deren Nachfahre wanderte schließlich nach Australien aus und bewahrte es in einem Buch auf, bis es unentdeckt in den Händen des Kunden von Lorraine Smith landete. Wie genau das Dokument aber in den Besitz gelangt ist, konnte nie geklärt werden. So bleiben fast 300 Jahre Familiengeschichte aus England und Australien im Verborgenen. Seltsame Steine. In der kleinen Stadt Westwood in Neuengland befindet sich ein seltsamer kreisförmiger Steinhaufen, der für diese Region typisch ist und Besucher regelmäßig in Staunen versetzt. Bis heute haben die meisten Menschen jedoch die Funktion der Steinkreise vergessen. Bei den Steingebilden handelt es sich um Stadtpfunde, die laut Gesetz verpflichtend gebaut werden mussten. Zur frühen Zeit der Kolonialisierung Nordamerikas war das Land noch nicht geteilt und die Tiere der Landwirte grasten auf gemeinsamen weiten Flächen. Diese Praxis sorgte jedoch regelmäßig für Chaos und führte dazu, dass Schweine und Kühe umherwanderten und sogar in die Kirchen eindrangen. Für diesen Zweck wurden die Town Pounds errichtet. In den neuenglischen Städten wurden Wächter ernannt, die streuende Tiere im Zaum halten mussten. Auch wenn die Praxis schon lange nicht mehr ausgeübt wird, werden noch heute in Westwood scherzhaft Wächter für den Steinzaun ernannt. 300 Millionen Jahre alte Schraube?
Schrauben gehen auf eine Technik zurück, die in ihrer frühen und einfachen Form bereits in der römischen Antike bekannt war. Doch den Fund dieser Schraube können sich Wissenschaftler bis heute nicht erklären. Ein Team aus russischen Wissenschaftlern untersuchte einen Meteoriten, der vor Millionen von Jahren über Russland auf die Erde fiel und entdeckte dabei ein seltsames Gebilde im Inneren, das einer Schraube verblüffend ähnlich sieht. Schnell wurden Spekulationen laut, dass es sich um Technologie von Außerirdischen handeln könnte, die nach einer Theorie die Erde zu dieser Zeit besuchten. Andere Forscher vermuten, dass es sich bei dem Fund um ein versteinertes Meerestier handeln könnte, deren Form entfernt an eine Schraube erinnern kann. Allerdings sind diese typischerweise kleiner und kommen daher nicht in Frage. Es scheint, als ob die Wissenschaft auch weiter im Dunkeln tappt. Zum Schluss ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von den mysteriösen Entdeckungen? Welche Erklärungen habt ihr für die Funde? Und kennt ihr noch weitere seltsame Objekte, die bis heute nicht erklärt werden können? Schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare. Wir sind gespannt.